Okay, gut. Also das ganze Spielchen hier nochmal. Moment, erst den Kuchen hinstellen. Dann nehmen wir das Messer, schmeißen das hier hin. Sicherstellen, Silverballer. Okay, dann sind die drin. Der Kapitän ist auch direkt da. Das ist natürlich super cool. Ist der da hinten? Aber hier kommen wir auf jeden Fall rein. Das Blöde ist, wir müssen den ja auch noch töten. Ich muss sie durchsuchen, ja, Sir. Mach das. Danke. Ja. Alles in Ordnung. Vielen Dank. So, hier sind nur Toiletten, ne? Shit. Pass mal auf, ich stelle mal den Kuchen ab. So viel dazu, ich stelle den ab. Ja, er macht nie was. Fuck. Er macht das nie sofort. Ich weiß gar nicht, was das soll. Aber ist ja auch egal. So, irgendwo ist der Kapitän. Der lässt uns aber, hier ist er. Komischerweise, ich weiß nicht warum. Er macht das mit der Klavierseite irgendwie nicht mehr richtig. Also irgendwie, ja, funktioniert das nicht so ganz und ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich tue. So, ich denke, das kann ich jetzt mal überschreiben. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel ich schon getötet habe. Auf jeden Fall sollte ich mir eventuell doch hier was für den Kapitän... Ah, hier ist der Safe. Geil. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Interessiert ihn das gar nicht? Oh, der ist nicht tot. Der ist nicht tot. Habe ich den anderen denn ausgenockt? Also ist der wirklich tot? Fotopäckchen. Nimm mal das Foto. Steh mal bitte auf, Alter. Er steht nicht auf. Er macht hier gar nichts mehr. So, Fotopäckchen haben wir. Oh shit. Was machen wir jetzt? Ja, komm doch! Sollst ihn nicht erschießen, du sollst ihn leise damit. Komm schon, mach doch! Oh, dass er das aber auch nie... Fuck, ey. Irgendwie macht er das mit der Klavierseite nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Der lebt noch. Pass mal auf. Vielleicht lebt er doch nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Auf der Karte sieht das so aus. Klar, der lebt doch noch. Keine Ahnung. Tür öffnen. Packen den jetzt mal. Wir packen den jetzt mal hier rein. Sonst gucke ich gleich mal eben in die Missionsziele, wie viele ich jetzt überhaupt hier erledigt habe. So, Körper ablegen. Wie ging das denn noch gleich? Willkommen in Mississippi. Okay, ich habe nur die Bilder und einen... Ja, weil der Spast hier noch nicht tot ist. Toll, ich habe meine Silverballer nicht. Das heißt, ich kann hier auch nicht irgendwie... Ja, er macht's. Ah, jetzt ging es gerade. Hier am Arsch, oder was? Ah. Jetzt. Sehr schön. Gut.
Das hätten wir soweit auch. Ich speichere noch mal eben. So. Und dann kümmern wir uns jetzt um die anderen. Hallo? Also einer steht ja noch hier vorne, ne? Zwei. Ja, warum? Er ist doch... Wo ist denn der andere? Wo ist denn der andere? Der ist da drin. Ach, das ist der. Alles klar. Shit, kommt der mir hinterher? Das ist der hier auf der Toilette. Hallo? Haha, hier ist er nämlich. So, Giftspritze. Jetzt machen wir das ganze Spielchen hier nochmal. Komm, komm, komm. So, und hätten den auch. Fehlt nur noch der da vorne. Der jetzt hier irgendwo ist. Warte, okay. Ja, das Blöde ist der andere, der da hinten steht. Ich gehe mal eben hier hin. Ja, okay, er steht da doof rum, aber wenn der andere das sieht, das wäre nicht so cool. Und bei ihm brauchen wir dann wieder die Klavierseite. Na komm schon, jetzt beweg dich mal. Geh mal irgendwo hin. Und dann hätten wir noch auf dem dritten Deck, auf dem zweiten Deck, in den Mannschaftsunterkünften und im ersten, im Maschinenraum. Oh, Typ, kannst du jetzt mal bitte... Oder Moment, ich habe eine Idee. Fällt ihm das überhaupt auf? Ja. Naja, so halbwegs. Aber da ist ja schon mal ganz nett. Zack. Hätten wir den nämlich auch. Gut, gut. Ganz schnell. Speichern. Ist jetzt vielleicht ein bisschen doof, dass ich jedes Mal speichere. Oh, ich habe auch nur noch zwei Speicherpunkte. Aber ganz ehrlich, das ist so eine aufwendige Mission, dass ich das hier nicht alles... 100 Mal machen möchte. So, wir sind auf dem vierten Deck. Wir müssen zum dritten. Kommen wir hier runter? Ja. Oh oh. Sorry. Sorry. War hier nicht irgendwo ein Schrank? Da ist ein Schrank, aber dann sieht er mich. Kenne ich Sie nicht aus dem... Nein, ich glaube nicht. Eben kurz rein. Hat er nicht... Hat er nicht gesehen, oder? Die haben Attacke gerufen. Wir sind auf jeden Fall richtig. Die quatschen da immer noch. Ich hoffe, die haben mich nicht gesehen. Ich kann auch gerade... Nein, du kennst mich nicht aus dem Fernsehen. Jetzt haut mal ab hier. Toll, stehen jetzt drei Leute rum. Fuck, die haben mich gesehen, ne? Ihr habt mich gesehen, ihr blöden Säcke. Ihr habt mich gesehen. Deshalb laden wir das Spiel. Jawohl. So, dann versuche ich es mal auf anderem Wege und nicht unbedingt da so blöde runterklettern. Ich werde ja ganz normal auch hier... Obwohl, ich könnte es auch hier versuchen. Ne, hier ist auch keiner. Sehr gut. So, das ist der Typ, der da mit der Ollen rummacht, ne? Ich gehe aber doch nochmal hier außen rum. Ist ein wenig sicherer. Ja, und da könnte ich mir halt vorstellen, dass wir eine Zugangskarte brauchen. Und bis jetzt habe ich erst einen Typen gesehen, der eine Zugangskarte in der Hand hat. Allerdings. Ja gut, vielleicht ist es wirklich zufällig, die... Für den besagten Raum.
könnte natürlich auch versuchen, von da oben irgendwie reinzukommen. Das ist vermutlich nicht leicht. Oder ich heb mir den Typen bis zum Schluss auf. Einen haben wir noch im zweiten. Hier liegt mein Anzug. Ach, wie schön. So, dann gehen wir nämlich nochmal runter. Na, jetzt sind wir ja ganz unten, ne? Aber wir müssen ja sowieso nochmal in den... Ah, wir sind am Maschinenraum. Okay. Ja. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Wahrscheinlich da drin, ne? Oder wo? Was haben wir hier? Kisten, Kisten, Kisten. Na gut, Kisten brauche ich nicht. Ich muss wahrscheinlich echt da rein. Na toll. Na toll, stelle ich auch noch voll auffällig. Da oben hin. Ich weiß noch nicht, was der Stromkasten auslöst. Deshalb knacke ich einfach total unauffällig dieses Schloss. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Da hinten ist er. Okay. Gut, gut. Aber der andere steht hier rum. Und da ist auch noch einer. Gut, dann werden wir jetzt mal einen Moment abwarten und gucken, was die drei hier so machen. Wobei ich fast befürchte, dass er dann nicht weggehen wird. Geht weg. Gut, damit hätte ich nicht gerechnet. Wahrscheinlich stellt er sich jetzt da vorne hin, zu dem Kesseltypen. Nein, tut er nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh wow, damit hätten wir ihn auch. Geht schnell weg hier. So, ich stelle mich mal kurz in den Schrank und gucke dann. Also wir haben 5 von 6, das heißt, einer fehlt noch. Und den Kapitän müssen wir noch finden. Was? Hä? Was? Bist du doof? Scheiße. Oh, die Waffe ist aber... geh in den Schrank, geh in den Schrank. Wow. Ach, du Heilige. Den habe ich gar nicht gesehen. Aber okay, unsere Anzeige geht schon wieder runter. Das ist der. Der bleibt in seiner doofen Kabine. Der bleibt einfach in seiner doofen Kabine. Das ärgert mich. Das ärgert mich echt. Kriegen wir den da raus? Moment. Natürlich nochmal eben mein letzten. Das ist jetzt mein letzter Speicherpunkt, ne? Wenn ich das richtig sehe. Aber egal. Hallo. Du erkennst mich nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Shit. Was? Wo bin ich denn hier? Ist er der Typ oder ist er der Captain? Na egal, ich brauche ja sowieso beide. Daher, scheiße. Der sieht so böse aus. Und da ist auch irgendwas, was wir... Irgendein besonderer... Huch! Irgendein besonderer Punkt oder so. Den
wir benutzen könnten. Da ist er doch, Mensch. Sehr schön, den können wir nämlich direkt hier verstecken. Ich hoffe nur, na komm, Körper ziehen. Ich hoffe nur, es kommt keiner rein. So, Klappe öffnen, entsorgen, Klappe schließen und weg. Da ist auch ein Koffer. Gewehrkoffer, nee, brauchen wir nicht. Gewehrnotiz. Pass mal auf. Ach so, das hat er dann wieder die ganze Zeit dabei, ne? Nee, das wollen wir ja nicht. Okay, wir müssen zu dem. Jetzt steht er in der Mitte, jetzt geht er wieder in seine blöde Kabine. Ich weiß noch nicht, könnte mal gucken, ob man da irgendwie ein Fenster oder sowas öffnen kann. Das könnten wir gleich nochmal gucken. Oh shit. Ach Mist, jetzt muss ich mal eben eine ganz kurze Pause machen. Sorry. So, wichtiger Anruf während der Aufnahme. Scheiße. Was? Ich fange hier gerade wieder an zu spielen und der kommt hier rein. Scheiße. Fuck, was mache ich denn jetzt? Wie gemein ist denn das? Es tut mir leid, aber sonst erkennt... Er macht wieder nichts, er macht wieder nichts. Seht ihr das? Es interessiert den anderen auch gar nicht. Okay, dann weg hier. Dann weg hier. Aber ganz schnell. Ach so, hier geht's... Ah, scheiße. Nicht hektisch werden. Es lief jetzt einigermaßen gut. Also ich habe mit Sicherheit nicht die perfekten Wege gewählt. Ich habe die auf keine besondere Art und Weise getötet. Aber er schafft die Leiche weg. Oh oh. Aber es hat ja geklappt und einer fehlt noch. Und das wird wahrscheinlich der schwierigste. Oh, kann das sein, dass das hier... Jo, das ist der Ausgang. Hier müssen wir ganz zum Schluss hin. Scheiße. Oh, der Soundtrack ist ja auch so cool, ne? Von dem Spiel. Also ganz ehrlich. Das ist schon nett. Wohin schafft denn der die Leiche, sag mal? Pass mal auf, kann ich hier nicht einfach? Wo zur Hölle komme ich raus? Hier? Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Der Typ ist genau auf der gegenüberliegenden Seite. Oh, das wäre ja so geil, wenn der hier draußen jetzt irgendwo stehen würde, ne? Da ist er, da ist er! Wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn! Und was sagt die Karte? Die Karte sagt, alles ist super. Also tschüss. Also tschüss. Okay. Ich glaube, ich hau jetzt auch direkt ab. Oh oh. Sie wird die Leiche entdecken, aber egal. Ich hab's geschafft. Hallo, guten Tag. Du schaffst die Leiche hier rein. Wo ging es jetzt nochmal runter? Hier nicht. Ich hab's echt geschafft. Das war der letzte, den wir umbringen mussten. Cool. Ja, es hat ja funktioniert. So, tschüsschen. Sehr cool. Okay, ja, was heißt sehr cool, ne? Ging so. So, jetzt muss ich nur darauf achten, ihr Bekanntheitsgrad, ob ich das irgendwie, ich versuch's mal mit der Maus, irgendwie anklicken kann, um, wie gesagt, die andere Identität zu bekommen. Wie kriege ich das denn? Weiter. Zivilisten bestechen neue Identität. Ermittlungsakten werden gelöscht. Ja! Vielen Dank nochmal für den Tipp. Jetzt ist mein Bekanntheitsgrad 0. Polizisten bestechen. Müssen wir das dann auch noch machen? Nö, das passt doch schon so.
Sehr cool. Raufbold schlägt zu. Ja gut, das sieht uns jetzt noch ähnlich, aber ich denke mal, mit der neuen Identität wird das hoffentlich besser. Skipped Mulden getötet. Skip, nicht skipped. Die Polizei geht von einem Auftragsmord aus, wie immer. Die örtliche Polizei hat heute Morgen bestätigt, dass Dampferkapitän Skip Mulden letzte Nacht an Bord der alten Emily tot aufgefunden wurde. Gut, Opfer bei einem Zwischenfall mit 8 weiteren Toten. Unter den Getöteten war ein unschuldiger Passagier. Das tut mir sehr leid. Das letzte Opfer arbeitete für Captain Mulden als privater Sicherheitsmann. Der Tod des Sicherheits- und Wachpersonals spielt bei den Ermittlungen der Polizei eine eher untergeordnete Rolle. Die Ermittler erklären ferner, 5 Schüsse wurden durch den Killer abgegeben. Dies ist aus den am Tatort gefundenen Patronenhülsen und Einschusslöchern zu schließen. Vergleicht man die abgegebenen Schüsse... Gut, die Entdeckung einer versteckten Leiche gibt der Polizei das Rätsel auf derzeit ist noch unklar, was? Ob diese mit dem Verbrechen in Zusammenhang steht. Obwohl es keine Tatzeugen gibt, vermutet die Polizei nach der Auswertung der Beweise einen Zusammenhang mit einem ähnlichen Fall in Mississippi. Was? Ich habe doch sonst nichts getan hier. Die Polizei konnte anhand der gesamten Information ein Phantombild des Täters erstellen. Dieser Killer ist unberechenbar. Ja, okay. Ich hoffe, dass mit der neuen Identität dann beim nächsten Mal auch alles besser wird. Politik und Olympiade. Schulbehörde. Kinder müssen Munition selbst bezahlen. Ja, genau. Kommentar auf die Plätze. Fertig, los. CIA-Direktor spricht vor Absolventen. Ja, das ist ja höchst interessant. Gut. Ich werde jetzt speichern. Und jetzt gleich mal schneiden. Ich hoffe, ich kriege es irgendwie in 2 Folgen. Eventuell sind es dann auch 3 geworden. Und im Hintergrund ist immer noch Las Vegas. Ich will nach Vegas. Hoffentlich kommen wir dahin. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!